What's poppin' all you beautiful people? And welcome back to the best YouTube channel in the world. Heute sind wir in Osnabrück. Brück. Und zeigen euch die neuesten Food-Hotspots. Wir haben viel im Internet gesucht. Aber, was haben wir gefunden? Gar nichts. Gar nichts. Also haben wir ein paar Freunde gefragt, die hier in Osnabrück wohnen, was es so gibt. Ja. Und deswegen stellen wir euch heute die neuesten Food-Hotspots hier in Osnabrück vor. Und wir sind auch schon bei unserem ersten Laden. Gustav Grün heißt das Ganze. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Also, let's go! Ich habe jetzt gerade gemerkt, dass der komplette Laden vegan ist. Weißt du schon, was du nimmst? All vegan. Ja, ich stelle mir so selber so eine Box zusammen, glaube ich. Das Essen ist endlich da. Sieht auf jeden Fall sehr lecker aus. Und wie immer bewerten wir das Restaurant natürlich nach Ambiente, Speisekarte, Preis. Und am wichtigsten Geschmack. Also, Review gibt's am Ende. Wir essen jetzt erstmal. Wir sehen uns gleich. Wir haben hier mal eine ordentliche Gabel. Die Box, probieren wir das mal. Das ist die Box. Direkt ehrliche Meinung. 3, 2, 1. Echt? Mhm. Bereit? Ja. Boah, die Soße macht's. Leute, jetzt probieren wir einmal Falafel. Boah, geil. Mhm. Bisschen kalt, bin ich ehrlich. Aber geschmacklich Hammer. Falafel sind voll schwer, richtig gut zu machen, finde ich. Ja. Von außen sind die schön knusprig. Von innen waren sie sehr weich. Perfekte Falafel, ehrlich. Also ich feiere die sehr. Es ist an sich wie ein Salat einfach. Es ist sehr viel Gemüse und so drin. Aber die Soßen machen es halt crazy, ne? Ja. Okay, it's my turn. Ich habe die Shawarma-Rolle. Vegane Shawarma. Wir fangen mit den Wedges an. Bismillah. Wedges mit Dattel-Feigen-Hummus. Geil. Die Meinung. Geil. Der Hummus ist so leicht süß. Finde ich sehr geil. So müssen Wedges sein. Knusprig und sehr gut gesalzen und gewürzt. Hier sieht man schon den Shawarma. Wie stellt man denn veganes Hähnchen-Shawarma her? Bismillah. Sagst du? Ich schwöre euch, lecker. Dafür, dass es eine vegane Alternative ist, richtig lecker. Und ich glaube, was den Laden halt krass ausmacht, deren Soßen, deren Hummus und so. Wow. Übrigens haben wir einmal die Holunder-Bionade dazu genommen und von Proviant die Bio-Apfelscholle Naturtrüb. Glaubt mir, immer Apfelscholle Naturtrüb holen. Auch Apfelsaft. Beste Final Review. Also, ich fange an mit Speisekarte und Auswahl. Ich würde dem Ganzen eine 8 von 10 geben. Aber auch nur deswegen, weil es ist so ein schwarzes Board, wo einfach mit weißer Kreide das komplette Menü drauf geschrieben ist. Ich bin so ein Mensch, so wenn da jetzt so Bilder und Farben wären und so bestimmte Sachen so besonders herausstechen, das ist irgendwie einfacher für mich, mein Essen zu wählen. Deswegen für mich eine 8 von 10 für das Menü, für die Speisekarte. Ja, Preis. Den Preis finde ich total fair. Ich weiß gar nicht, wie haben wir jetzt bezahlt? Ich glaube, wir haben 20 Euro gezahlt. 20? Also. Wir hatten jeder ein extra, das heißt, das war nochmal ein Euro mehr. Du hattest Brot und Salat. Ich hatte Wedges und Rolle und jeder hatte ein Getränk. Das geht voll fit. Und wir sind super satt geworden. Also die Portionen sind riesig. So voll. Also deswegen würde ich den Preis auf jeden Fall eine 9 geben. Ja, bin ich voll für. Dann können wir auch gleich beim Geschmack anknüpfen. Ich finde Geschmack sehr geil. Auch eine 9 meiner Meinung nach. Ja. Die Soßen machen es halt richtig aus und es ist halt einfach mal eine gesündere, bessere Alternative. Ich fand es sehr gut. Ich auch. Der letzte Punkt, das ist der einzige Punkt, der mir nicht ganz so gut gefallen hat. Das ist Ambiente. Also die Location ist ganz cool. Ist auf jeden Fall sehr easy zu erreichen, aber wir haben euch ja so ein bisschen was gezeigt. Es ist zwar sehr minimalistisch und so, ich verstehe das schon, das Prinzip, aber es ist einfach nicht innovativ so. Es ist halt Holzbänke, Holzstühle, Holztische, dann so zwei Blumen und eine Kerze auf dem Tisch. So. Das ist jetzt auch nichts Krasses an den Wänden oder so. Deswegen vom Ambiente für mich nur eine 6 von 10, aber soweit ich weiß, ist der Laden noch relativ neu. Vielleicht kommt das ja noch, ne? Aber was haben wir jetzt? Wir haben jetzt 2x9, 1x8 und 1x6. Das sind 32. Das heißt, wir haben eine glatte, solide 8 von 10. Ich finde, das passt eigentlich sehr gut. Und wir sehen uns gleich wieder am nächsten Spot. Let's go. Wir sind jetzt in der Waschanlage. Falscher Song, sorry. Luftraum, Scheiniger. Ja.
an ein Partytier, hab grad mein Haar frisiert und diese Barbie hier will ihren Arsch signieren. Hier kommt der Märchenprinz und ich schmeck unten rum wie ein Erdbeersportfreund. Ich bin nicht wie du. Waschanlage. Was ist mit deiner Kappe? Meine Kappe ist gegangen. Alter Seitenspiegel, wird jetzt wieder rangemacht. Okay, Leute, wir sind an unserem zweiten Foodspot angelangt. Und zwar ist das die Burgerbiene in Hellern. Und ja, wir schauen mal rein, was da so gibt. Jetzt am Warten. Essen wurde bestellt. Wir haben einmal den Cheeseburger, Classic. Man muss immer, das haben wir jetzt oft genug gelernt, mit den Classics gehen. Und den Caesarburger. Stell ich mir wild vor. Dazu Classic Pommes, Chili Cheese Soße und Drumroll. Also, bis gleich. Der Laden heißt Burgerbiene und die haben auf jeden Fall mehrere Standorte hier in Osnabrück. Wir sind jetzt bei dem neuesten. Das heißt, einige von euch werden den vielleicht schon kennen. Und ja, also, let's get it. So ihr Lieben, das Essen ist jetzt endlich angekommen. Yes, ich nehme den Cheeseburger. I'm gonna try. Sieht sexy aus, guckt euch das mal an. Sieht richtig frisch aus, ordentliche Größe. Cheyenne hat den Caesar. Wir essen jetzt erstmal und danach gibt's die Bewertung. Richtig. Auf dich dann. So sieht das Ganze von innen aus. Erster Bissen, auf dich. Oh. Mhm. Wie frisch ist der? Mhm. Nice. Boah. Wir switchen kurz. Switch. Auf geht's. Auch Baba. Oh. Leute, mit Parmesankäse einfach. Sehr, sehr wild. Also, wir essen jetzt auf und am Ende gibt's eine ehrliche Meinung. Review. Leute, Trick 17, Burger immer upside down und dann so abbeißen. Na, dann ist hinten diese ganze Power von euren Fingern und dann rutscht das Fleisch nicht hinten raus. Wenn ihr so isst wie Cheyenne oder so, rutscht das Fleisch immer und dann gegen Ende ist es einfach raus und dann hast du nur noch einen weichen Burger-Bun. Kranker Burger. Eine Sache muss ich noch sagen, die wissen, wie man gute Pommes macht. Knackig, salzig, was will man mehr? Leute, ich bin full, aber Review für Burgerbiene relativ easy, finde ich. Geschmack. Also gibt es eigentlich nichts einzuwenden. Nee. Wenn man 10 Punkte geben dürfte, würde ich es machen. Aber darf man ich gar nicht. Keine 10 Punkte. Deswegen würde ich 9,5 geben. Die Burger waren frisch. Das waren knusprig. Sehr simple Burger. So. Ja. Kein großer Schnickschnack. Einfach Classic Burger. Gute Portion, warm, sehr guter Geschmack. Location, also von drin, finde ich es richtig cool. Die haben diese kleinen LED-Lights überall. Das Einzige, was so ein kleines Manko für mich ist, ist halt, das ist ein bisschen außerhalb gewesen. Aber die haben ja mehrere Standorte. Für mich 8 von 10. Ja, ich finde es jetzt nicht so dramatisch, also ich würde einen 9 geben. Sagen wir 8 bis 9 so. Von innen alles cool, es ist sehr clean, es ist sehr modern, simpel, schwarz-gelb. Für die Biene, für die Burgerbiene. Machen wir mit der Auswahl weiter. Die Auswahl ist eigentlich auch relativ simpel. Classic Burger, paar extra Sachen, so wie Bacon Burger oder Caesar Burger, den ich jetzt hatte. Aber geil. Sonst eigentlich sehr simpel. Es gibt normale Pommes, Süßkartoffelpommes. Das Einzige, was halt hier noch ist, es gibt noch Wraps und Pizza. Also ich bin immer so ein Mensch, ich mag das, wenn ich in ein Restaurant komme und ich weiß, okay, die spezialisieren sich darauf, die spezialisieren sich darauf, bla bla bla. Deswegen, Pizza hätte für mich nicht sein müssen, aber wir haben es auch nicht probiert. Deswegen, wenn irgendeiner von euch bei Burgerbiene schon mal die Pizza probiert hat, gerne einmal in die Kommentare schreiben, wie ihr es fandet. Ich habe mich seit Anfang an auf die Burger konzentriert und die waren Hammer. Auch glatte 9 von 10. Würde ich auch sagen. Kann man nicht viel falsch machen. Die haben alle Burger, die man braucht, plus ein, zwei Extras. Ach so, ja. Die haben halt ab und zu dann auch so Aktionsburger. Also 9 von 10. Letzte Kategorie. Preis.
Also ich würde sagen, der Preis ist vollkommen in Ordnung. Wir haben jetzt insgesamt 23,15 € bezahlt. Das heißt, wir hatten zwei Burger, ein Getränk und einmal Pommes und zwei Dips noch extra. Ja. Die waren auch geil. Für 23 Euro kann man da auf jeden Fall nicht meckern. Cool, okay. Ja. Also würde ich sagen, und der Burger war gut satt geworden, deswegen Preis-Leistung eben ja, schon so 9 von 10. Das führt uns zu einem Endergebnis von 9 von 10 für die Burgerbiene. Sehr geil gewesen. Und jetzt geht's auf zum letzten Foodspot. Okay Leute, wir sind am dritten Foodspot angekommen. Freue mich besonders drauf, weil es italienische Küche. Das ist Gio. Also let's go! Kennt mich. Ich habe natürlich die Pizza Caprese genommen. mit Büffelmozzarella. Und ich habe Pasta Salmone mit Lachs genommen. Das kann nur gut werden. Also ich bin sehr, sehr, sehr optimistisch. Die Getränke sind schon angekommen. Ich habe einmal so einen Granatapfel-Eistee. China hat so einen Homemade Zitrus-Limonade. Wir zeigen euch gleich, wenn das Essen da ist. Und dann Final Review und dann war es das auch mit Essen für heute. Osnabrück, es war wunderschön. Und ich würde mal sagen, Food Porn in 3, 2, 1, go. Das Essen ist da. Es sieht amazing aus. Schon mal Pluspunkt an Gio für das Anrichten. Krank. Enjoy. Okay, Leute. Ich würde mal sagen, boah, Bismillah. Boah, hast du schon probiert? Und? Switch. Wow. Kann man so gut sein. Also ich bin sprachlos. Boah, alle die uns kennen und die wissen, dass unser Essensgeschmack eigentlich echt gut ist. Wir pushen keinen Dreck oder so. Ihr könnt euch ja ausmalen, wie krass das hier gerade schmecken muss, wenn wir so drauf abgehen. Wow. Ich will meine Pizza wieder. Immer meine Pasta wieder. Ich bin auch ständig auf der Suche nach einem Laden, der gute Pasta macht. Aber ich kenne keinen Laden, der so richtig gute Pasta macht. Aber das gerade bemerkenswert. Die Konsistenz von dieser Pasta ist so perfekt al dente. Die Soße hat so einen geilen Geschmack. Diese Note vom Hummer ist nicht zu stark. Dann dieser Lachs noch mit in der Soße. Wow. Die Pizza an. So schön dünn. Unbeschreiblich. Jetzt Kamera aus, genießen jetzt das Essen. So Leute, Gio, Osnabrück, Restaurante, hier gibt's nichts zu diskutieren. Ich schwör's euch, Hand aufs Herz, durch und durch überdurchschnittlich gut. Also wirklich. Ich kann jetzt schon direkt zum Endfazit springen. 9,5 von mir. Preis ist vollkommen gerechtfertigt, kostet vielleicht den einen oder anderen Groschen mehr als bei deinem Italiener nebenan, aber was du geboten bekommst, Ambiente 9,5, wir sind hier, wie ihr seht, hinter uns ist die Brücke mit den Wasserspielen, wunderschönen Sonnenuntergang konnten wir gerade sehen, Indoor und Outdoor, richtig, richtig schön Design, also Ambiente, Location, super, Speisekarte auch 9,5 von 10, große italienische Küche, wirklich alles, was das Herz begehrt, von Nachtisch zu Pizza zu Pasta und Vorspeisen, Salate, wie gesagt, und das Wichtigste, der Geschmack. Ich bin sprachlos. Wir sind weltweit unterwegs gewesen, aber so gut habe ich noch nie Italienisch gegessen. Ja. Und vor allem nicht in Deutschland. Hundertprozentig, kann ich nur zustimmen. 9,5. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall die Empfehlung des Tages. Wir haben heute nur Banger gehabt, also nichts war schlecht. Aber wenn ihr uns fragt, ein Restaurant in Osnabrück, was Neues, familiengerechtes, wo ihr mit eurer Freundin mal hingehen könnt, erstes Date, was auch immer. Gio, perfekte Lage, genau hier in Osnabrück im Zentrum. Wir haben bis auf den letzten Krümel aufgegessen. Und ja. Okay, damit können wir das Video auch beenden. Wir danken euch sehr fürs Zuschauen. Wenn ihr einen zweiten Teil sehen wollt oder wenn ihr wollt, dass wir Restaurants in eurer Stadt einmal abchecken, schreibt es in die Kommentare. And as always, yalla. Bye.